Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, meine lieben Freunde, heute Abend Livestream 20 Uhr auf Twitch. Einschalten lohnt sich, meine lieben Freunde. Wir kriegen ja sogar Eier raus. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paletten. Ja, ich rufe mal den Bär an und sage, dass die abgeholt werden sollen. Irgendwie juckt mein Arm die ganze Zeit. Unfassbar, Alter. So, rufen wir mal den Bär an, ne? Bär, hallo? Ja, guten Tag, Herr Bär, ich bin's, Fritzel, moin. Moin. Du, hör mal, ich habe hier schon ein paar Hühner, wenn du die abholen möchtest. Ja, kann ich machen. Das Problem ist, das habe ich nicht gewusst, dass das vom Transport so festgelegt ist. Die sind auf Paletten in Gitterboxen. Ah, okay. Hast du da einen Palettenauflieger? Ich habe leider keinen. Nee, habe ich nicht, aber ich werde mal mit dem Stark sprechen, der leitet mir eigentlich immer seinen Auflieger. Okay, weil sonst hätte ich auch den Stark angerufen und vielleicht den Auftrag an ihn abgegeben, damit er auch mal was zu tun hat. Ja, dann frag ihn am besten. Jo, und dann direkt bei dir in die Fleischerei rein? Das sind 15, 20, 25, 30.000 Liter Hühnerfleisch, sag ich mal. Das hört sich gut an. Okay. Ja gut, dann mache ich das erstmal fertig. Ja, super. Alles danke. Klar. Wir hören uns, Herr Bär. Jo, bis tschüss. Dann. Ciao. Machen wir. So. Schlag anrufen. Den Herrn. So. Rufen wir mal den Schlag an. Das Scheiße, was ist denn mit dem Arm bei mir? Schlag. Moin, Schlag. Moin. Du, hör mal. Ich hätte einen kleinen Auftrag für dich. Wäre? Hühnerpaletten bei mir abholen und zur Schlachterei bringen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paletten. 6 Paletten Hühner? Ja, genau, die sitzen da in so kleinen Hühnerkäfigen. Die müssten zur Schlachterei, ja. An der Biogasanlage da? Ja, genau, bei mir an der Biogasanlage. Ja, ja, komme ich gleich mal vorbei da. Alles klar, Schlag, weiß ich Bescheid. Dankeschön. Jo, kostet aber doppelt, ne? Warum? Ja, weil ich ja jetzt einen Mitarbeiter weniger habe. Ach so, ja. Hm. Alles klar, wir hören uns später, ciao. Tschüss. So. Und. Oh. Ja, Chef? Ja? Ich würde jetzt unseren neuen, der ist jetzt da. Ja? Den würde ich direkt mal losschicken, noch zwei Felder ansehen, hätte ich gesagt. Ja, okay, wenn er das machen will, ja. Ja, das sage ich ihm kurz Bescheid, dass er Feld 10 und Feld 12 mit Raps ansehen soll und dann. Denke ich, macht er das schon. Ach so. Sollen wir vielleicht noch den Landhandel anrufen, ob der irgendwas braucht? Wie meinst du das? Für irgendwelche Produktion für die oder so? Also wir können gerne fragen, aber wir haben jetzt eigentlich eine ziemlich runde Palette an Fruchtsorten angebaut. Also wir haben jetzt von Weizen bis, was ist denn das andere? Ja, ja, war ja nur eine Brocken Idee. Brocken haben wir ganz viel, Gerste haben wir, ja. Hafer haben wir ein bisschen... Gras haben wir einiges. Was ist da unten drauf? Ja. Ja, okay. Ey, Leute, mein Arm, der juckt. Waschen. Ich weiß nicht, was los ist, ey. Mein ganzer Arm juckt. Ja. Na gut, also, da schicke ich unseren Mitarbeiter mal los, ey. Ja, schick ihn mal los. Gute Idee. Gustav, den Roggen könnten wir auch selber gebrauchen für die Hühnermaß. Mo? Ja, Fritzel? Sag mal, bist du denn wieder? Ja, irgendwie, guck mal auf den Tacho, wir haben schon Nachmittag. Ja, wundert mich, dass du schon wach bist. Da fährt er wieder an, in meinem Fend. Wundert mich, dass du wach bist. Mo, guck mal. Und ich fahr mit dem, damit der auch mal eingearbeitet wird. Mo? Was? Guck mal. Lambo. Nein. Wo ist denn mein goldener Steier? Gustav? Ah, sehr schön. Hast du dir was richtig Schönes ausgesucht? Wo ist mein goldener Steier? Ja, da fährt der Neue jetzt die Felder ansehen. Bist du bescheuert? Sehr schön. Aber... Ja, es war kein anderer da, der PS hat. Oh, Koslowski, mach den bitte nicht kaputt. Nein, ich schütze ihn. Das ist pures Gold, mein Freund. Ja, ich merke schon. So. Fritzel, sag mal. Ja. Achso, du stehst neben uns, brauche ich nicht im Funk.
Was braucht Liv diese Kiste hier? Wozu? Ja, weiß ich doch selber nicht. Ich kann auch Feldarbeit machen. Kann das? Ja, Fritze kann auch arbeiten, tut er aber nicht. Hallo? Weißt du, was ich heute schon alles getan habe? Ich war oben beim Landhahn und hab Mettbrötchen gegessen, ja? Ich bin produktiver als Fritzel Mo, okay? Was? Ja, war jetzt gar nichts gegen dich. Ich bin bei Mo. Bei Mo, genau, bei Gustav. Geht's dir gut, Mo? Hast du zu viel getrunken gestern? Nee, lass mal. Und, was ist denn das da für eine hässliche Karre, die da auf unserem Hof steht? Vermutlich von dem Neuen. Ja, wollte ich auch sagen. Von dem Neuen. Ja, wir haben Neuen. Wie? Ich weiß auch nicht. Das ist der Ernst Koslowski. Ja. Und was macht der hier? Wird hier mit Brötchen fressen oder was? Nee, der wird ist gerade auf dem Feld ansehen. Der wird wahrscheinlich bald den Job übernehmen. Mein Job? Ja, du wolltest Mo hat einen unkündbaren Job, weil er mein Sohn ist. Solange ich hier bin, ist Mo auch hier. Also der Ringler hat mich angerufen, hat dir gesagt, dass er sich da erkundigt hat wegen Arbeiten und so. Ja, habe ich auch. Man muss ja auch nur schließlich prüfen, ne, wie viel man noch wert ist. Und? Aber Mo. Ja. Ich bin eine Menge wert. Du bist mir doch alles wert. Du kannst doch deine Mami nicht allein lassen. Ach, du kommst schon ganz gut klar. Wenn du dem Alten hier so eine Kiste aus dem Kreuz leierst, ne, dann kommst du hier super klar, Liv. Das glaube ich. Was heißt denn hier der Alte? Hallo? Ja, ey, sag mal. Der hat mit Sicherheit 300.000 gekostet. Muss ich jetzt hier wieder... Muss ich hier mal laut werden, oder was? Der nennt mich der Alte. Die nennt mich hier... ich bin hier ihr Sugar Daddy. Der andere... Das hab ich aber nicht gesagt. Ja. Oh, Fritzel, dass du mir so einen teuren Trecker gekauft hast. Jetzt bin ich wieder glücklich. Jetzt liebe ich dich wieder. Und der andere sitzt in meinem goldenen Steier. Dann gibt er den anderen Steier da ab. Ja, alle tun ihr, was sie wollen. Du musst halt mal härter durchgreifen. Ja, okay. Kann der Neue denn irgendwas? Das werden wir rausstellen jetzt dann. Der macht gerade Probearbeiten. Ach so, okay. Ja, Unterstützung kann man ja gebrauchen. Das ist ja nie verkehrt. Das wohl wahr. Ich hoffe, das ist nicht so eine Flitzpiepe wie dieser Jimmy. Wer ist denn Jimmy? Ist denn nicht Jimmy, der mit Gustav gekommen ist? Ach, der hieß ja Jimmy? Was für ein Jimmy? Weiß ich doch nicht, wie die heißen. Schon wieder verdrängt. Mit mir wird doch nicht drüber gesprochen, ob hier neue Leute zum Einarbeiten kommen oder bist nicht. Bist du bescheuert? Du sitzt da hinten auf deiner Alte irgendwo drauf, bist da die Sender am Einstellen, kommt hier wieder hin und dann sagt der sowas. Liv! Ja? Was? Deine Gene sind da! Deine Gene! Willst du jetzt sagen, dass sie schlecht sind, oder was? Nee. Okay, klärt das mal, ich komme heute Abend wieder. Was? Wo gehst du jetzt hin? Arbeiten, Tiere machen. Ja. Sitzt die ganze Zeit auf die Olle drauf, kommt hier um 2:45 hin, ich geh jetzt mal arbeiten. Gleich schon wieder Feierabend in 2 Stunden. Ja, ne? Also man darf sich ja auch nicht überarbeiten, ne? Bonnet, ey. Ihr macht mich fett. Bonnet, ey. Es wird Zeit, dass ich hier wieder ausraste. Das kann doch gar nicht angehen hier. Wie meintest du das schlechte Gene? Hallo? Habe ich nicht gesagt, ich sagte, das sind deine Gene. Ja, aber du hast es so gesagt, als wären die schlecht. Stell dir mal vor, es wäre dein Sohn. Was meinst du, was dann hier los wäre? Würde ja keiner mehr arbeiten. Dann würde ich nicht arbeiten, du nicht arbeiten und noch einer. Dann sind wir ja wirklich am Arsch. Boah, geh deine Pferde scheren oder was auch immer, ey. Ihr macht mich alle wütend. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Wo ist mein Traktor? Boah, nee, ey. Nein! Ey, nein! Ey, Mann, nee, ey! Ich nehme jetzt die Glas, ist mir scheißegal! Steig aus diesem Glas raus! Ey, was soll ich? Was? Liv, bitte! Ich kann doch nicht bei mir, sonst fährst du denn nicht! Entschuldigung. Okay, jetzt darfst du fahren. Danke! Ich mach's nicht, wenn du einen Kratzer reinmachst. Einen Kratzer! Ei! Ja, ich pass auf. Ziehen ja alle zu viel Luft am Arsch, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Dreh ich mich um, ist der Fan weg, Alter. Boah, nee, ey. Was mach ich denn jetzt? Boah, nee, ey. Mach mich fertig. Ja, hallo?
Ja, ey, Gockelspezi, ich wollte gerade deine Hühner holen. Ja. Wo muss ich denn da hin, genau? Ich komme zur BGA. Ja, mach das mal, ich bin schon fast da. Ja. Jo, ciao. Fahr erstmal BGA Haupteingang rein. Ja. Alles klar, bis gleich. Boah, nee, ey. Ist mein goldener Steier auch noch weg? Jetzt ist sie im Glas, Alter. Kein Deutz mehr. Goldener Steier weg. Boah, nee. Da krieg ich aber Blut, Rubel. Boah, ey. Egal, wir machen jetzt erstmal ganz ruhig. Mein Arm, der juckt wie Hulle, das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Krätze? Das ist die Faululitis von, keine Ahnung, von Gustav oder Mo, ey. Ja, Mo, Gustav arbeitet ja. Ja, hallo? Ja, Schlag hier. Ja, moin. Bringst du auch was zum Aufladen mit? Hab ich nix. Deswegen hab ich dich ja engagiert. Ja, glaubst du, ich habe an meinem LKW einen Gabelstab da hinten dran, oder? Ich dachte, du bringst was mit. Ja, wie denn? Ich bin einer alleine. Du hast meine Mitarbeiter abgeworben. Ich habe keiner mehr, der hinter mir herfährt. Oh, nee. Ja, einen Moment. Ja, mach mal. Bist du? Geht's dir gut? Ja. Kannst du mal mit deinem Lambo Frontlader eben zu den Hühnerstall kommen? Wir haben keinen Frontlader. Also warte mal, wir können ja mal kurz schauen. Ach, der Lambo hat eine Konsole, aber ja, wir haben keinen Frontlader dafür. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich ruf mal den Adler an, vielleicht hat er was. Schlag, ich muss mal ganz kurz den Adler anrufen, einen Moment. Ah, mach das mal. Adler? Adler, ja. Ja, Moment, Fritze hier. Sag mal, hast du irgendwie irgendwas, um Paletten zu verladen? Nein. Wie, hast du keinen Frontlader, nix oder was? Nein. Ich bräuchte dringend sein. Wohin sollte der Frontlader denn? Zum Hühnerstall. Zur Mastanlage meine ich, Entschuldigung. Wie viele Paletten wären das etwa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ja, ich miete einen zu einem guten Preis, weil du einen Traktor gekauft hast. Ja. Alles klar, Adler, dankeschön, wir warten. Achso, Radladung mit Palettengabel. Ja, zum Beispiel, das reicht. Das ist nur eben, um die Paletten auf Adlers, Schlags Ding draufzusetzen. Ja, ist gut, okay. Jo, alles klar. Tschüss. So, der Adler kommt sofort mit dem Radlader und verliert das eben. Ja, das ist gut. Alter. Diese scheiß Schnollerseuche, seitdem ich am Landhandel war, ne? Echt, seitdem ich beim Landhandel war, ist mein Arm am Jucken. Oh, ich muss die ganze Zeit niesen, mir läuft die ganze Zeit die Rotze aus der Nase. Irgendwas ist doch da faul. Ach, ich weiß auch nicht, irgendwas stimmt doch da. Ja, ganz gewaltig nicht. Ich ging da runter und dann fing das mit dem Arm an. Was machen die denn da wohl? Keine Ahnung. Vielleicht haben die irgendwas gewechselt da an Öl oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Was ist denn mit deinen Gockeln hier los? Die bewegen sich ja gar nicht mehr. Haben die so viel Angst oder was? Ja. Werden die eingeladen hier in die Boxen? Ich denke, Mo. Ja, dann kann ich das verstehen. Aber die machen noch Geräusche. Scheint alles noch gut zu sein. Ja, aber mehr auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so erlaubt ist, was der Mo da gemacht hat. Was sind da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. In einer Box 14 Gockel. Und vor allen Dingen mit der Sprache, bitte. Der Spanplatte da, ob das so gut ist. Die müssen wir sehen, dass wir die da hinkriegen. Wenn die das voll geschissen haben, dann brechen die zusammen mit der Platte. Das ist wohl wahr, ja. Wollte Adler hier hinkommen, ja? Ja, der kommt jetzt sofort hier hin, der ist unterwegs. Ach,
Hallo? Hallo. Ja, dir geht's ja auch nicht so gut. Ich hab den Schlag hier, der ist auch die ganze Zeit am Niesen. Mir juckt der ganze Arm. Also ich kann dir nur eins sagen, ne? Also wir haben ja irgendwie leider, keine Ahnung, weißt du, so Pusteln am Arm? Ja, das juckt wie Hulle und Kopfschmerzen kriege ich auch schon langsam. Was ist denn da los? Ja, also ich war gerade mit Bullen gesprochen. Achso, jetzt kann sein, dass ein bisschen gereizt ist. Ne? Ich habe ihn zweimal angenossen. Aus Versehen. ja, keine Ahnung, das letzte Mal ging es mir gut, da war ich eigentlich bei den Kühen. Okay. Da. Bei welchen Kühen? Bei unseren. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja immer mit der Emma, bin ja immer hin, habe die Emma ein bisschen gekuschelt. Weißt du, das war die Braune, der habe ich immer ein bisschen gestreichelt und so. Und so. Ach, Himmel. Hast du dir da irgendwas eingefangen, weil den Schlag geht's auch nicht so gut? Keine Ahnung. Na gut, meiner Frau geht's auch gerade nicht so gut, sehe ich gerade. Hörst du, der Schlag ist auch nur am Niesen. Aber Fritzl, eigentlich dachte ich, habe eh eine Frau. Ich sehe gerade zwei. Ja, alles gut, Harry? Ja, bestens. Sicher? Also, könnte ich besser sein. Aber, was für ein Teil. Soll ich mal hochkommen? Ja, also Fritzl, ich weiß ja nicht, ob es vielleicht besser ist, wenn wir erstmal so ein bisschen auf Abstand gehen. Also wenn es bei dir nicht besser wird, beziehungsweise wenn die Pusteln mehr wären, komm ruhig dazu, können wir die Pusteln teilen. Hast du auch die Pusteln oder was? Ja, na klar. Hast du zuerst die Pusteln gekriegt und dann das Niesen oder zuerst das Niesen und dann die Pusteln? Also erst hatte ich Halskratzen, dann kamen die Pusteln und jetzt geht's mir echt ein bisschen doof. Scheiße. Warum? Ich habe auch das Kratzen im Hals und hab die Pusteln, wenn ich jetzt auch noch anfange zu niesen. Wollen wir uns nicht öffnen? Harry, mach keinen Flachs, ey. Oh. Nee, ich geh mal. Ich geh mal zu meinen drei Frauen. Oh, das Harry, leg dich mal lieber ins Bett, das kannst du doch nicht machen. Da stehen bestimmt keine drei Frauen. Oh ja, natürlich. Wenn jemand einen schwatzigen Harem aufbaut, bin ich das. Also spät, Schwester. Sie liegt auf der Couch. Nee, alle drei. Harry, mach keinen Scheiß. Oh. Leg dich jetzt hin. Fritzl, wenn ich das so höre, wolltest du vielleicht nicht mal Lifter hochschicken? Hier ist doch Ärztin. Das ist was, ja. Ja, bis später, Harry. Also. Liv? Ja. Du bist doch Ärztin. Geh mal bitte hoch zum Landtag und guck mal, was da ist. Der Harry, dem geht's gar nicht gut. Der sieht da irgendwie drei Frauen und sowas. Und der hat auch diese Pusteln am Arm wie ich, was hier die ganze Zeit so am Jucken ist. Und der ist am Niesen. Dem Karl geht's auch nicht so gut. Nicht, dass sich da oben irgendwas ausbrach. Der hat da erzählt, der hat eben irgendeiner Kuh da rumgemacht oder so. Keine Ahnung. Was ist denn mit dem Fall? Ich habe keine Ahnung. Er hat gesagt, er hat mit irgendeiner Erna da. Hast du mich jetzt angenommen? Ich werd hier bescheuert, ey. Fahr doch mal hoch und guck mal, was da Sache ist. Ja, ich fahr hin mit dem Notarztwagen. Ich fahr mal hin. Ja, alles klar. Ich hätte auch doppelt gesehen und dreimal angenießt, ey. Oh, nee. Mo, wenn er dich angenießt hat, dann gehst du jetzt bitte sofort einmal gründlich Hände waschen und Mutti. Hast du meine neue Uhr schon gesehen, Fritzl? Sag mal. Ja. Oh, nicht schlecht. Ey! Entschuldigung. Alter! Das tut mir leid. Bah. Du hast da was an deiner Weste. Ich sehe es und im Gesicht, du Ferkel, ey. Bleib jetzt der Adler. Ach. Das ist bestimmt auch schon krank. Oh nee, ey. Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Der Hühnerschrecker. Moin, Adler. Hallo. Geht's dir gut, Adler? Jetzt schon noch. Dann bleib lieber sitzen. Ja, steig mal besser nicht aus. Diese Vier muss ich aufladen, oder was? Ja, die Hühner da. Vier? Oh, nee! Ich glaube, der Adler ist auch krank. Der sieht nur vier Boxen. Oh. Ich habe auch schon das Niesen. Was stimmt denn nicht mit euch hier? Oh, das klang ein bisschen weiblich. Ein Nieserchen. Ja. Schüttelt immer nicht so durch die Gockel. Da können die nicht ab. Oh, wenn ich das schon sehe. Boah, tschü. Boah. Ach du Scheiße, ey. Ist meine Nase auch noch zu.
Ah, ja. Fritzel, ich bin mal beim Landhandel gucken, was da los ist. Ja, haltet bitte alle einfach mal mindestens 1,5 Meter Abstand und. Zu spät. Ich hab mir von Karl die Uhr angeschaut, da hat er mich voll in die Fresse genießt. Ja, dann. Also und jetzt ist meine Nase zu. In einer Gruppe und verlasst das Grundstück nicht mehr, ja? Wie? Ich bleib doch nicht bei der BGA. Aber was, wenn du dann irgendwas verbreitest, ist auch kontraproduktiv. Ich fahr eh nur zur Schlachterei, bei mir macht das nichts. Nee. Moment mal, da fährst du jetzt mal nicht mal hin, ne? Wieso? Du kannst doch jetzt nicht mit der Seuche nur zu meiner Schlachterei fahren, die machen da alles zu, Alter. Mein Schiff. Ja, was da ankommt, ist doch eh tot. Ja, aber, nee. Kannst du nicht mal wegdrehen, wenn du hier oben liegst, dann verbreiten sich doch hier 1000 Teile. Ey! Entschuldigung, Hühnerchen. Oh, da quaken die auch noch rum, da, die Gocke. Oh, ich hänge fest. Karl Spanzett. Spanzett? Ja. Was ist Spanzett? Joghurt. Spongebob, oder? Durchgurt. Spanngurt heißt das. Spanngurt. Brauch ich doch nicht. Mach ich erst, wenn du alle drauf hast, ne? Zuhause! Oi. Ja? Harry, du Arsch! Was? Ich hab voll den Schnupfen jetzt! Nase zu alles! Was gibt mir statt ein? Du schreibst das selber. Ja! Wer liest mir voll in die Fresse, der Karl? Ja. Ich hab Grüße. Ach, Scheiße, jetzt sag nicht, ihr habt alle da oben die Seuche. Ja, ich freue mich auch gerade, ja. Oh, sie soll sich Mundschutz anziehen. Das ist zu spät. Oh, nee. Mal Liv. Mhm. Ist das eigentlich ansteckend? Es wirkt ein bisschen so, ja. Ah. Ja, vielleicht. Gesundheit. Mir ist müde. Okay. Müde. Alle mal, bitte legt euch irgendwo hin, wenn es geht, ja. Am besten alle ein bisschen auseinander. Ich bringe euch was zu trinken, solange es mir noch gut geht. Ja, das ist gut. Also ich lege mich zu meiner Emily. So, da bist du ja. Nee, das war sie nicht. Aber Fritze? Ja. Ich hab beim Reifen geredet. Warte mal, wo ist sie denn hin? Sag mal, Fritze, ich sehe ja drei Frauen, aber irgendwie, warte mal, ist es die? Nee. Aber geht das manchmal auch so, dass du deine Frau dreimal siehst? Wenn sie ganz laut in der Piepstimme wird, höre ich sie siebenmal. Sehe ich sie siebenmal. Ach, du machst mich fertig. Ja. Naja. Bitte, ich werde mich mal. Ich hau mich erstmal hin. Ich will erstmal ab und zu. Ja. Meine lieben Freunde, wie es hier weitergeht und was hier die Seuche in Schwarzigen ist und warum alle pusteln und niesen und husten, das alles in den nächsten Folgen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall heute Abend um 20 Uhr im Livestream vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Oh, tschüss.